Bei uns dreht sich halt alles um die Lagerfeuerküche und es gibt ja nichts Cooleres im Sommer, als wir am Lagerfeuer zusammensitzen. Und das Beste dabei ist Stockbrot und Marshmallows. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Heute dreht sich bei uns alles um die Lagerfeuerküche. Das ist natürlich richtig lässig im Sommer am Lagerfeuer sitzen und grillen. Und dazu brauchen wir aber zwei spezielle Dinge, nämlich eine Kräuterbutter und ein Kräutersalz. Und liebe Bettina, das ist genau das, was ich von dir heute brauche und deine Aufgabe für heute. Ja super Markus, das mache ich voll gern. Aber ich habe noch eine bessere Idee. Ich mache da heute anstatt den Kräutersalz und Kräuterbutter Blütenbutter und Blütensalz. Die Natur hat nämlich einiges davon im Moment zu bieten. Aber du musst mir die Grundzutat dafür besorgen und das ist ein naturbelassenes Salz. Außerdem sollst du nur einen Honig in deine Gerichte einbauen, der ist nämlich voller wertvoller Inhaltsstoffe für uns. Und da habe ich schon eine Idee dazu, und zwar besorgen wir uns da jetzt ein regionales Salz von einer Salzmanufaktur, und zwar von dort, wo die Kelten schon Salz abgebaut haben. Und tanken tue ich natürlich mit sauberem Strom. Hallo, grüß dich. Markus, ja, was grüß dich. Hier gibt es ja richtig gut Salz. Ich brauche ein bisschen was. Da bist du richtig bei mir, Markus. Ja? Wie funktioniert denn das da genau mit den zwei Bottich? Erklär mir das einmal. Das sind zwei Siedepfannen. Da ist eine Natursohle drinnen. Diese Sohle kommt aus dem Salzbergwerk Bad Dürnberg. Die ist voll gesättigt. Und die wird da in die zwei Pfannen erhitzt. Wie viel Grad hat das? Das hat jetzt ziemlich genau 65 bis 70 Grad. Da entstehen die schönsten Kristalle. Das funktioniert so lang, bis das im Prinzip alles verdampft ist? Das funktioniert so lang, bis das Wasser verdampft ist und das Salz bleibt in der Pfanne. Und wie lange musst du ungefähr warten, bis wieder so eine Menge, wie da jetzt drinnen ist? Na, du musst dir vorstellen, in so einer Pfanne entsteht ungefähr pro Pfanne, pro Stunde ungefähr ein Kilo. Okay, das ist aber eh ganz schön viel, oder? Ja, wenn wir produzieren, produzieren wir 24 Stunden. Das heißt, ein bisschen eine Menge kommt schon zusammen. Ja, sowieso, klar. Wahnsinn, sind das schöne, richtige Kristalle. Ja, das ist der Grund, Markus, warum ich das mache. Das hat mir auch von Anfang an gefallen. Das ist voll genial. Ja, so schaut in Wahrheit das Salz aus. Das ist die klassische Grobsalzherstellung. So ist das bei uns im Dänegau schon vor 800 Jahren gemacht worden. Wahnsinn. Beim Salzsieden muss man wissen, je höher die Temperatur, umso feiner die Kristalle. Und das ist auch nicht so scharf. Also es ist mild. Nicht so salzscharf, sondern das ist so ganz rund und müd. Es ist ein ganz mildes Salz, eben weil das Ausgangsprodukt eine Natursohle ist. Das ist eben der Unterschied auch zu einer industriellen Herstellung. Das heißt, dieser Enthärtungsprozess, wird auch Schweizer Halle-Prozess genannt, der entfällt da völlig. Ja. Und wie kriegst du das dann richtig trocken? Weil das muss ja, sonst verklumpt das ja wieder, oder? Ja, ja. Also das hat jetzt noch einen großen Feuchtegehalt. Das darf man jetzt in dem nächsten Schritt schöpfen. Mhm. Dann tropft die Restsohle ab und dann wird es getrocknet, gedörrt. Gedörrt? Genau, ja. Also so richtig wie im Dörrautomat. Ja, wie du das kennst, wie du das aus der Küche kennst. Und beim Abschöpfen hätte ich gesagt, das machen wir jetzt gemeinsam. Salz, das weiße Gold. Das Steinsalz ist vor Jahrmillionen infolge der Austrocknung der Urmeere entstanden und wird in den heutigen Bauwerken abgebaut. Es ist somit frei von Umweltbelastungen und Verschmutzungen. Salz beinhaltet an die 80 verschiedenen Mineralstoffe und Spurenelemente. Und was noch ganz interessant ist, ist, dass der Salzgehalt des Blutes dem des Meeres ähnelt. Salz ist für den Körper ein lebensnotwendiger Mineralienmix.
Salz baut unseren Organismus auf und hilft in seinen Funktionen. Salz ist auch noch wichtig für die Regulation unseres Hormon- und Wasserhaushaltes. Das heißt, wir brauchen immer Salz, um Wasser aufzunehmen, weil Salz den osmotischen Druck in unserem Körper aufbaut und das Wasser dann auch erst dorthin bringt, wo wir es benötigen. Deshalb ist eine salzlose Ernährung nicht zielführend. Wir benötigen täglich Salz, weil wir es über Schweiß, Harn und Tränenflüssigkeit abgeben. Wir nehmen ganz viel Salz auf über Brot, über Fertigprodukte, über Fleisch, Käse und Wurstprodukte. Wichtig dabei ist aber, dass beim Salz, das oft in den verarbeiteten Lebensmitteln enthalten ist, nicht mehr so viele Mineralstoffe enthalten sind wie in einem naturbelassenen Salz. Ein zu viel, aber auch zu wenig an Salzkonsum wirkt sich negativ auf unsere Gesundheit aus. Salz kann man innerlich und äußerlich anwenden. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Salzbad machen. Das fördert das Ausleiten der Giftstoffe oder eine Sohleinhalation, weil Salz dann entzündungshemmend wirkt auf unsere Atemwege und einfach bei Atemwegserkrankungen wunderbar hilft. Somit ist naturbelassenes Salz ein Bündel an Mineralstoffen, das uns die Natur schenkt. Das ist jetzt das getrocknete und gesiebte Salz. Okay. Und das füllen wir jetzt in die Garung. So richtig weiß, gell? Ja. Richtig trocken jetzt. Ja, das hat jetzt einen Feuchtegehalt von ungefähr 1%. Und damit funktioniert es auch dauerhaft in der Mühle gut. Da verklumpt nichts mehr. Wenn man das zwischen die Finger reibt, das bröselt eigentlich eh ganz gut, glaube ich. Ja, ja, das ist ein ganz weiches Salz, schau. Das ist ein Siedesalz. Siedesalze sind ein bisschen weicher. Aber reinigen wirst du das nicht mehr, oder? Nein, das wird nicht mehr gereinigt. Das ist ein ganz naturbelassenes Salz. Und da sind auch keine Rieselhilfen dabei. Das ist der große Unterschied zu industriell hergestellten Salzen. Cool. So, Bettina, ich glaube, ich habe jetzt die richtige Grundzutat für dein Blütensalz gefunden. Mann, das schaut ja super gut aus. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, weil hinter meinem Haus da ist eine super klasse Blumenwiesen. Und da gehe ich jetzt Blüten sammeln. Da haben wir jetzt eine Schafgarbe. Die kommt auf alle Fälle in die Blütenbutter und in unser Salz. Die Schafgarbe ist eigentlich ein absolutes Frauenkraut. Sie hilft uns aber auch bei Magen-Darm-Koliken, senkt den Blutdruck und ist eine Einschleuserpflanze für Natrium. Sie ist eine recht widerstandsfähige Pflanze, deswegen mache ich das auch mit der Zwicke, damit die nicht gleich direkt auch die Wurzel mit ausreißt. Die lässt sie nämlich nicht so gern pflücken. Und da nehmen wir uns jetzt gleich einmal das schöne Wiesenlabkraut. Das mit den weißen Blüten, das gehört zu den Rötegewächsen. Genauso wie da heroben, das echte Labkraut, das gelbe da, wirkt super entwässernd. Regt die Nierentätigkeit an, stärkt unser Immunsystem und dieses Labkraut, da ist früher der Presssaft für die Fermentation von Käse verwendet worden. Und da haben wir noch eine Witwenblume oder Scorbiosa. Sie gehört zu den Kardengewächsen, hat ganz viele ätherische Öle und Mineralstoffe und regt unseren Stoffwechsel an. Da nehmen wir uns noch mal eine mit. Und da haben wir die Glockenblume. Sie gehört zu den Glockenblumengewächsen, wirkt zusammenziehend bei Halsschmerzen und Atemwegserkrankungen. Die Margerite, die gehört auch in unser Körperl. Sie gehört zu den Korbblütengewächsen und wirkt sie positiv auf gereizte Schleimhäute aus. Und somit ist sie ganz wunderbar bei Magen- und Darmkoliken oder gereizten Atemwegen. Da haben wir jetzt den Dost oder auch der wilde Majoran. Und da nehmen wir uns jetzt die Blüten. Der hat ganz viel ätherische Öle enthalten, die genauso verwendbar sind in der Küche wie auch der Majoran. Und der wilde Dost, der hat eine innerliche und äußerliche hervorragende Wirkung. Das ist ein richtiges Allround-Mittel. Er wirkt äußerlich bei Prellungen, Verrenkungen und Verletzungen und innerlich wirkt er nervenstärkend oder auch bei Blähungen, Magen- und Gallenbeschwerden. Und da sehe ich jetzt nur an Klee und an wilden Thymian und da oben noch eine Flockenblume und eine große Brunelle.
Und man kann so viele Blüten verwenden und essen, wenn man sich ein bisschen damit befasst. Man muss sie nur bestimmen können. Und alle Blüten haben eine antioxidative Wirkung durch die vielen Pflanzenfarbstoffe auch, die enthalten sind. So, und all das an den schönen Blüten nehme ich jetzt mit heim und verarbeite das in der Küche zu einer Blütenbutter und zu einem Blütensalz. Für die Blütenbutter wird einfach eine weiche Butter verwendet. Da gebe ich ein bisschen Natursalz rein und die Blüten verrühre das, gibt es dann, ich habe eine ganz tolle Model, eine Buttermodel, gibt es in die Buttermodel rein, stelle das kurz in den Gefrierschrank und dann klopfe ich die Butter wieder raus und habe dann eine geformte Blütenbutter. Für das Blütensalz nehme ich auch das Natursalz. Und da mische ich einfach die frischen Blüten unter das Salz. So kann man das dann haltbar im Kühlschrank machen. Das heißt, ich gebe das so direkt dem Markus und der kann es dann in den Kühlschrank stellen, dann bleibt es länger haltbar. In jedem Fall kann ich so die Kräuter und die Blüten im Salz mit den vielen Mineralstoffen und guten Inhaltsstoffen für mich haltbar machen und habe es täglich in der Küche ganz schnell griffbereit. Ah, das Blütensalz schaut super aus. Wunderbar. Und die Blütenbutter duftet sicher. Wunderbar duftet die. Und wir sind jetzt wieder zurück in der Küche. Wir müssen uns natürlich trotz Lagerfeuerküche ein bisschen vorbereiten. Und zwar machen wir jetzt als allererstes einmal unser Stockbrot. Für unseren Stockbrotteig mischen wir uns jetzt ein richtig gutes Biomehl mit einer frischen Germ und natürlich Wasser, ein bisschen Olivenöl zu einem richtig schönen, geschmeidigen Teig. Es gibt noch nichts Schöneres, als ein bisschen Teig kneten. Und den packen wir uns jetzt ein und nehmen mit zum Lagerfeuer. Und zu einem richtig coolen Lagerfeuer gehören natürlich auch Marshmallows. Und aus dem machen wir uns mit den Moosbeeren ein richtig lässiges Lagerfeuer-Dessert. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Almmarie, die ist Expertin für geheime Picknickplätze und liefert die Picknickkörbe gleich mit. Und die hat eine Almhütte ohne fließend Wasser und ohne Strom. Und dort haben wir uns verabredet zu unserem Lagerfeuerkochen. Servus Marie, grüß dich. Hallo Markus, hey. Grüß dich. Du, hab ich schon gesehen, du bist da schon schwer am Vorbereiten. Was machst du da? Du, ich mach da heute einen Schafskäse eingewickelt in Brennnesselblätter. In Brennnesselblätter? Ja, das ist ja interessant. Und in manche versteckt man auch ein bisschen Speck hinein, dass es nicht nur vegetarisch ist. Brennnesseln die gar nicht? Wenn man sie sanft anfasst, nicht. Und das ist halt mein Nudelholz. okay. Wenn man da einmal drüber wutzelt, dann brennt das nicht, ne? Ja, das ist ja super. Ja, herum muss man sich ein bisschen arrangieren, gell? Genau. Wie ist das für dich so mit ohne Strom da herum kochen? Du, eigentlich ist das voll lässig, wenn man wieder ein bisschen runterkommt von den ganzen Maschinen und sich einfach so helfen muss mit irgendwelchen Accessoires oder Nudelholz oder so. Ja, also es ist eine spannende Geschichte. Es dauert alles viel länger. Ja, das denke ich. Man muss viel mehr vorbereiten, dass das Feuer warm ist. Das muss man eine halbe Stunde vorher denken. Ja. Und man kocht sehr sparsam mit wenig Geschirr, weil man muss ja alles waschen wieder. Mhm. Also kein fließendes Wasser? Kein fließendes Wasser, genau. Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Ja, zeig mal her, was hast du für Sachen? Ein bisschen Blütenbutter, Blütensalz. Schaut ja cool aus. Und eine Moosbeeren. Was machen wir mit Moosbeeren? Eine Moosbeernocken, aber ein bisschen spezieller, weil wir machen dann noch geröstete Marshmallows dazu. Die brauchen Moosbeeren. Wir dann später. Ja. Sind das Schwarzbeeren, oder? Ja. Und ist das was anderes? Richtige Schiene, schau. Okay. Ah, die richtigen echten. Die richtigen echten. Ja, ja. Sehr gut. Wo sind die her? Du aus dem Pinzgau. Bei uns gibt es ja die in Hülle und Fülle. Jeder freut mich drauf. Ein Stockbrot, Teig habe ich noch mit. Da würde ich nämlich eventuell noch ein Pesto dazu machen. Da brauche ich ein paar Kräuteln und ein bisschen Honig. Hast du ein süßes Pesto, ja freilich. Du, den Honig habe ich mitgebracht. Wir haben ja hier unsere eigenen Bienen im Garten. Ah, cool. Und die Kräuter holen wir uns da aus dem Wildgarten. Da haben wir eine Königskerze, sehe ich. Frauenmantel haben wir, ein bisschen Dost. Ah, super, schön bunt. Die holen wir uns gleich, oder? Wunderbar. Musik.
haben wir schon was Buntes, so, gell? Da haben wir die Königskerze. Dann können wir da die Brennnessel zusammennehmen. Ah ja. Super. Gut. Cool. Da gibt es nur Nesseln, schau her. Ich glaube, das reicht uns dann. Haben wir's. Zum Unterstützen. Mhm, super. Ja. So. Jetzt werden wir uns unser Pesto machen. Mhm. Ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das so: Wir hacken unsere Kräuter. Mhm. Dann gehen wir als Basis, ich habe gesehen, da ist ein wenig einen ganz frischen Rucola, den geben wir dazu. Ja. Dann das Ganze mit Honig abmischen und auch ein bisschen Olivenöl, weil das passt mit der Süße, passt das super. Und dann machen wir uns mit dem unser Pesto. Okay, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, süß. Ja, weißt du, wird geschmackig. Der Honig, das ist ein ganz besonderer Saft. Und für so ein Glas Honig mit ca. 500 Gramm Inhalt müssen die Arbeitsbienen bis zu 40.000 Mal ausfliegen und an die 2 Millionen Blüten anfliegen. Beim Sammeln des Nektars bleiben die Pollen an den Härchen und an den Beinchen der Bienen kleben. Und wenn sie dann zur nächsten Blüte fliegen, setzen sie es direkt an der Narbe des Fruchtblattes ab und sind so zusätzlich noch ein ganz großartiges Nutztier. Der Honig wirkt entzündungshemmend, antibakteriell, stärkt unser Immunsystem, beruhigt unser Nervensystem und ist gut für unsere Atemwege. Er hat ca. 30 verschiedene Zuckerarten enthalten und an die 18% Wasser und ganz, ganz viel wertvolle Inhaltsstoffe. Unter anderem hat er Enzyme enthalten, die die Biene mit ihrem Speichel in den Honig gibt. Und zwar ist das bekannteste die Invertase. Die Invertase ist dafür zuständig, dass sie die Saccharose in Glucose und Fructose aufspaltet und außerdem ist es ein Marker für die Naturbelassenheit des Honigs. Außerdem ist nur an Enzymen Phosphatase, Diastase und Amylase enthalten. Sie alle wirken antibakteriell und verdauungsfördernd. Es sind ganz viele Flavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die gefäßkräftigend und entzündungshemmend wirken. Ganz viele Vitamine, Vitamin C, B2, B6, B12, Pantothensäure und Folsäure. Jede Menge Mineralstoffe und ganz viel Duft- und Aromastoffe, nämlich bis zu 120 verschiedene. Sie wirken ebenso verdauungsfördernd und appetitanregend. Außerdem sind nur Aminosäuren enthalten, unter anderem das Prolin, das für unsere Gewebestruktur ganz wichtig ist, weil es nämlich den Abbau des Kollagens verhindert. Also somit ist im Honig alles enthalten, was wir für die Stärkung unseres Immunsystems brauchen. Antioxidantien, erregt unseren Stoffwechsel an und fördert unsere Verdauung. Er ist einfach eine absolute Wunderwaffe der Natur. So, unser Pesto haben wir jetzt fertig. Schau. Okay. Wow, das riecht. Du, muss ich dich fragen, wenn du das jetzt auf Stockbrot tust, tust du das gleich, wenn du das raufwickelst, das Brot, einpinseln oder muss man das Brot zuerst vorgaren? Erst ein bisschen angrillen, okay. Ja, damit es schon ein bisschen Farbe hat und ein bisschen gegart ist, okay. Weil sonst würde uns das alles verbrennen. Mhm. Also lieber noch ein bisschen draufschmieren und dann wird das super fein. Okay, dann bin ich schon gespannt. So, jetzt? Dann würde ich sagen, ich mariniere mal den Lachs. Ah, genau, den haben wir auch noch. Den haben wir uns auf ein Brett genagelt, das über Nacht in der Regentonne gesteckt ist. Mhm. Das muss nämlich total nass sein, damit es am Feuer nicht anbrennt. Ja. Und da haben wir ganz einfach nur Salz, Pfeffer. Mhm. Und ich darf ja voll gern von deinem Pesto auch probieren. Ah ja, das gefällt dir, das Pesto. Ja, das können wir gerne machen. Ich gebe sonst nur den Honig drauf, aber wenn du mir ein bisschen was abgibst, gern. Probieren wir das aus. Ja, können wir ausprobieren. Jetzt gehört er noch fertig angenagelt. Okay, ja, dann machen wir. Ich halte mir fest da für dich, gell? Ja. Da wird er dicker, da gehen wir zwei rein. Okay. So, jetzt glaube ich, jetzt müsst ihr halten. Ich glaube auch, passt gut. Normal macht das nämlich immer mein Mann, dieses Annageln und auch das Marinieren. Der ist aber schon beim Feuer einheizen und da bringe ich ihm den Lachs jetzt gleich hin. Ja, super, dann kann ich in der Zwischenzeit gleich das Dessert vorbereiten.
dazu. Hier kommt der Lachs. Das ist super. Schaut perfekt aus, Temperatur passt. Den gehen wir gleich rauf. So, schauen wir mal, wie er sich am besten... Schauen wir mal, wie ich ihn gut angenagelt habe. Ja, schauen wir. Sehr gut. Das schaut sehr gut aus. Für unsere Moosbeer-Marshmallow-Nocken brauchen wir jetzt natürlich unsere Moosbeeren. Dann brauchen wir ein bisschen Mehl, mit dem tun wir ein bisschen stauben dann, die Moosbeeren. Ein bisschen Zucker brauchen wir, eine Milch und natürlich unsere Marshmallow, die ja bei jedem Grillen dazugehören für mich. Und die tun wir ein bisschen reinpflücken, mischen die drunter und dann werden wir am Lagerfeuer das Ganze in der Pfanne grillen und unsere Moosbeernocken fertig machen. So, Teig fürs Dessert haben wir fertig. Oh, wunderbar. Jetzt zeige ich euch aber zuerst noch, wie wir unser Steckerlbrot machen. Jetzt setzen wir da zu euch. So, schaut her. Nehmen wir jetzt ein bisschen was von dem Teig. Dann den Teig ein bisschen in die Länge ziehen, dass das wie so ein Würstel ist. Und dann wickelt man den da so drum, dass das gleichmäßig drauf ist. Und fertig ist der Stock für Stockbrot. Und dann kann man natürlich schon loslegen. Boah, und der Lachs, der schaut auch schon super aus. Ja, der dürfte jetzt bald einmal fertig sein. Ich muss zu viel decken, glaube ich. Magst du ein bisschen in die Länge ziehen? Nein, das geht so gut aus. In der Zwischenzeit könnten wir jetzt unsere Zuckerln, da unsere Schafskäsezuckerln, in der Pfanne da anbraten. Ich habe jetzt da ein bisschen Butter reingegeben und die brutzeln wir jetzt einfach von allen Seiten her an. Schaut gut aus. Die Hitze passt auch gut da, gell? Ja, muss man ein bisschen rumschieben immer am offenen Feuer, dass alle Seiten gleichmäßig braun sind. Also ich freue mich mit dir auf dem Speck. Die mit dem Speck, gell? Das ist deine, ja. Aufpassen, dass euch der Stockbrot nicht verbrennt, gell? Wenn das jetzt die richtige Farbe hat, unser Stockbrot, dann tun wir das mit dem Pesto bepinseln, damit das nochmal richtig schön knusprig wird. Und dann nochmal kurz übers Feuer. Und dann kann es jeder noch mit der Blütenbutter oder mit dem Blütensalz dann verfeinern und genießen. Ich glaube, der Lachs ist jetzt auch schon fertig. Ich habe auch noch einen Salat mit. Und dann könnte man eigentlich anrichten und essen. Sehr gut. Klingt gut. Also der Hauptgang war richtig super, der Lachs war richtig, richtig gut. Und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss von unserer wilden Lagerfeuerküche genießen wir jetzt noch unser Dessert, oder? Wunderbar, ja, ich freue mich schon drauf. Wow, was für eine coole Stimmung bei euch da am Lagerfeuer. Und da sind euch richtig gute Gerichte gelungen, vielfältig und nährstoffreich. Lasst euch die Blütenbutter und das Blütensalz gut schmecken. Und das Dessert perfekt, Marshmallows gehören einfach zum Lagerfeuer dazu. Wir genießen jetzt noch unser Dessert und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und für mehr Rezepte da klicken.